Moin Moin, ich bin der Vince. Herzlich willkommen zur 8. Folge von Vince Privat. Und ich habe sehr viel mit euch zu besprechen. Deshalb habe ich auf mein Summercar und irgendwas anderes verzichtet. Und wir fahren mal wieder mit einem schönen E-Dub-Auto durch Arma. Beziehungsweise durch Tanoa in Arma. Und gucken uns die Welt an, während ich euch so erzähle, was ich zu sagen habe. Zuallererst, bevor ich kurz die euch ein Inhaltsverzeichnis sozusagen an die Hand gebe, möchte ich kurz auf die schon wieder etwas übertrieben lange Pause eingehen. Entschuldigung dafür, wie das bei mir eben immer so ist. Jetzt ist es unberechenbar und deswegen sind jetzt aus den 1 bis 2 Wochen, die ich angekündigt habe, irgendwie 6 oder 7 geworden. Weiß ich nicht mehr genau wie viel. Auf jeden Fall zu viel. Tut mir leid. Ich hoffe, ihr verzeiht mir und ich hoffe, ihr seht, dass das, wie gesagt, nur ein Hobby für mich ist nach wie vor. Und ja, dementsprechend auch ich mir die Freiheit nehme, einfach zu sagen, ich habe jetzt keine Zeit, keine Lust oder sonst irgendwas. Ich sehe nicht die Verpflichtung. Ich sehe eine gewisse Verantwortung euch gegenüber, regelmäßigen Content rauszubringen, aber eine Verantwortung und eine Verpflichtung sind für mich 2 verschiedene Paar Schuhe. Und ich glaube, alle Leute, die hier zuschauen, werden auch den nächsten Tag überleben, wenn sie von mir kein Video sehen. Das ist so mein Gedankengang, mit dem ich da rangehe. Und dementsprechend freue ich mich immer, wenn ihr trotzdem noch zuschaut und dabei bleibt, auch wenn die Videos nicht ganz so regelmäßig sind, wie sie eigentlich sein könnten oder sollten. Und ja, so ist das nun mal. Dann noch was anderes vor dem eigentlichen Inhalt. Das Video, was ich gerade aufnehme, habe ich eigentlich schon aufgenommen. Allerdings habe ich mir gedacht, boah, die Quali sieht ja scheiße aus, geht's immer voll hoch, ne? Und das Endergebnis war 27 Minuten lang und 17,5 GB groß. Ich hätte also ungefähr 3 Tage gebraucht, um das hochzuladen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, dann nimmst du lieber nochmal auf. Das heißt, was ihr hier zu sehen kriegt, ist im Prinzip eine zusammengefasste Version. Weil jetzt werde ich mit Sicherheit nicht mehr die Geduld aufbringen, nochmal so mich 27 Minuten hier hinzusetzen und alles im kleinsten Detail zu erklären, aber ich hoffe, dass die Qualität trotzdem noch ausreicht, um euch glücklich zu machen, die Leute, die Vince privat interessiert. Kommen wir zum Inhalt. Der Inhalt des heutigen Videos ist Mikrofon, Herr Salatsoße, Urlaub, Eve und Tutorials, Discord, da stand eine Leitplanke übrigens, also Discord war zuletzt, ja, Twitch und Shirts. Das sind meine zahlreichen Notizen, die ich mir gemacht habe, neben Pause und 17 GB. Aber das haben wir ja schon besprochen. Und wenn ich es nicht vergesse, dann werde ich es unten in der Beschreibung so entsprechend einbauen, dass ihr einfach hin und her springen könnt, wenn euch nur bestimmte Themen interessieren. Ansonsten bleibt interessiert dabei. Es gibt viel, viel Interaktives für euch, wo ihr mitmachen und kommentieren dürft. Discord und andere Sachen. Aber wir fangen oben an. Mikrofon. Herr Salatsoße, Sie haben in meinem letzten My Summer Car Video kritisiert, dass die Mikrofonqualität scheiße ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich... Also erstmal möchte ich mir natürlich dafür entschuldigen, dass meine Mikrofonqualität scheiße ist. Aber, jetzt kommt wieder das klassische Ja-Aber. Ne? Bin ja überhaupt nicht rechthaberisch oder so. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich nach irgendeiner längeren Pause in einem von den My Summer Car Videos erwähnt habe, ich glaube, das war in der 2., 3., 4. Folge, irgendwie sowas in die Richtung, erwähnt habe, dass meine Mikrofonqualität eben entsprechend schlechter ist, weil ich das Headset-Mikrofon benutze, um mir vor jeder Aufnahme diese 30-minütige zeremonielle Aufbauaktion dieses Standmikrofons zu ersparen. Und das war früher immer mein größtes Problem, dass ich dieses Standmikrofon einfach nicht am Schreibtisch oder in der Nähe stehen lassen musste, konnte. Und ich dementsprechend für eine halbe Stunde aufnehmen, eine halbe Stunde das Mikrofon aufbauen musste. Weil man muss das aus dem Keller rauskramen, da muss man das hoch, da muss man das alles anschließen, da muss man das so hinstellen, dass das nah genug am Mund ist, aber nicht im Gesicht. Bla 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 bla. Da muss man das im Windows noch einrichten, Mikrofonverstärker einstellen, muss man das alles wieder vernünftig abmischen, dass die Game Sounds nicht zu laut sind und so weiter, bla 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 blub. Und dann ist die halbe Stunde locker rum. Dieses Problem, ich höre mich ja anders an, hoffentlich.
Dieses Problem sollte theoretisch beseitigt sein, weil ich das Mikrofon jetzt hoffentlich... Mein Schreibtisch steht ja an einem anderen Platz, als er noch vor, weiß nicht, einem halben Jahr stand oder so. In einem anderen Raum, an einem anderen Platz. Und ich hoffe, ich habe es so hinbekommen, dass ich dieses Mikrofon jetzt wirklich nur beiseite schieben muss und dann wieder zurückziehen, wenn ich neu aufnehme. Und dass alle Einstellungen alles so bleiben kann. Ich hoffe, dass das klappt. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich vermute es. Und damit wäre das noch viel weniger Arbeit als mit dem Headset, weil mit dem Headset musste ich auch immer jedes Mal so ein bisschen rumtweaken und rumfummeln. Weil das, je nachdem wie das gedreht war, dieses Headset rausziehen, Mikrofon, extrem unterschiedliche Qualitäten produziert hat. Und das waren auch jedes Mal 3 bis 4 Testaufnahmen, bevor ich da überhaupt loslegen konnte. Also sagen wir mal so eine Viertelstunde oder so, wo man nur an dem Mikrofon rumdreht, Aufnahme drückt und wenn der Aufnahme stoppt und irgendeinen behinderten Text vorliest und so weiter. Wenn sich das erledigt hat, wäre natürlich schön, dann würde es mit dem Aufnehmen für mich noch weniger Zeit in Anspruch nehmen, was heißt, dass ich noch öfter das Zeitfenster finden könnte, um aufzunehmen. Aber lassen wir uns da mal von der Zukunft überraschen. Erstmal ist wichtig, Salatsoße, die Mikrofonqualität ist wieder auf dem alten Stand. Es sollte theoretisch lauter sein. Es könnte momentan in diesem Video hier noch sein, dass die Abmischung nicht stimmt. Das heißt, dass der LKW, den man da im Hintergrund fahren hört, entweder zu laut oder zu leise ist im Verhältnis zu meiner Stimme. Aber das muss ich noch ein bisschen fein tweaken in den nächsten 2-3 Videos. Das ist auch mit den unterschiedlichen Spielen immer ein bisschen unterschiedlich. Und einmal ist da immer problematisch, weil es gibt total leise Geräusche wie Schritte und total laute Geräusche wie Hubschrauber und Jets. Und naja, da setze ich mich nochmal vor, also da nicht ganz so kritisch sein, aber ansonsten sollte das ganz gut zu verstehen und in besserer Qualität sein als mein Headset-Mikrofon. Urlaub. Ja, der ursprüngliche Grund, weshalb ich gesagt habe, ich bin mal 1-2 Wochen weg, war, weil ich mit meiner Freundin auf Deutschland-Tour war, sozusagen. Oh, don't crash. Au. Weil ich mit meiner Freundin auf Deutschland-Tour war, sozusagen. Wir haben nämlich eine Tour durch Süddeutschland gemacht, irgendwie so jeden Tag. Wir haben jeden Tag woanders geschlafen, in Hotels. Wir sind so zwischen 200 und 300 Kilometer am Tag gefahren. Und wir waren in wo waren wir überall? Also wir waren südlich von Köln irgendwo am Rhein. Wir waren in Stuttgart im Porsche Museum. Wir waren in München, wir waren in Konstanz, wir waren auf der Blumeninsel Mainau da auf dem Bodensee. Wir sind mit der Fähre über den Bodensee gefahren, also ich bin mit meinem Privatwagen gefahren die ganze Strecke. Und wir waren irgendwo in der Nähe von Nürnberg, Coburg, bla 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 bla. Ich habe ganz viel gesehen und ganz viel theoretisch zu erzählen, aber ich glaube, ich würde euch langweilen, wenn ich von meinem Urlaub erzähle. Wir haben uns irgendwelche Schlösser angeguckt. Ich habe mit meiner Höhenangst gekämpft, weil die Dinger typischerweise auf dem Berg stehen und das eine Schloss stand irgendwie an so einer richtig steilen Klippe. Und ja, Höhenangst ist so der einzige Punkt, wo ich mich regelmäßig selbst drüber aufrege, weil man in dem Moment, wo man an dieser Klippe steht und auf einmal Gummibeine kriegt, selbst ja auch logischerweise realisiert, dass das totaler Schwachsinn ist, wenn man eine, weiß nicht, 50 cm dicke Steinmauer vor sich hat. Aber gut. Menschliche Psychologie, man kann sich dann in dem Moment nicht dagegen wehren, dass die Steinmauer auf einmal aussieht wie 5 mm dick und total fragil. Leben mit Höhenangst. Feels bad, aber ist nun mal so. Ist auch, denke ich mal, halb so wild. Besser, als wenn ich jetzt irgendwelche komischen Waschzwänge hätte oder sowas. Ja, mein Urlaub war jedenfalls schön. Wenn ihr da noch mehr darüber wissen wollt oder so, dann können wir gerne im Discord mal darüber quatschen. Aber ich glaube jetzt so für YouTube, für die Öffentlichkeit, ist das nicht so weiter von irgendwelcher Relevanz oder irgendwie interessant. Dementsprechend switchen wir rüber zum nächsten Thema, EVE und Tutorials. Also mit EVE ist EVE Online gemeint. Ich glaube, ich fahre hier gerade voll in eine Sackgasse rein, kann sein. Moment, wo wir eh schon mal zwischen den Themen sind. Oh ne, doch nicht. Ah, au. Ups. Don't drive and look at the map, please. Also, EVE Online und Tutorials. Ich habe in letzter Zeit extrem positives Feedback in Form von Kommentaren auf meine EVE und Tutorial-Videos bekommen. Das gefällt mir ganz gut, weil ich unterscheide YouTube grundsätzlich zwischen Bildung und Entertainment. Bildung für Gaming hört sich jetzt ein bisschen hochgegriffen an, aber es ist faktisch Bildung. Auch wenn es fürs echte Leben und fürs Berufsleben keinen Sinn macht, meistens.
ist das trotzdem eine Form von Lernprozess, wenn jemand ein Video anschaut, um irgendwas, irgendeine Spielmechanik zu lernen. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich kann bei Rocket League nicht vorwärts flippen, hört sich dumm an, aber ist jetzt ein Beispiel einfach, ich kann bei Rocket League nicht vorwärts flippen, dann mache ich YouTube auf, sag mir jemand, dann finde ich irgendwen, der mir sagt, okay, du musst springen und dann musst du vorwärts drücken und nochmal springen, dann flippst du vorwärts. So, in dem Moment habe ich was gelernt, auch wenn es nicht sinnvoll ist, aber ich habe was gelernt. Also Kategorie Bildung. Sinn oder nicht, ist nicht streitbar in dem Punkt. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und Entertainment sind so Sachen wie zum Beispiel My Summer Car oder so. Wobei Summer Car auch schon wieder grenzwertig ist, weil man im weitesten Sinne etwas über Autos lernt, könnte man jetzt sagen. Also, ihr wisst, was ich meine, wo ich den Unterschied ziehe. Entertainment ist was, wo Leute nur zugucken, vielleicht drüber lachen können, über die Doofheit, dass Vince wieder Schraubenschlüssel runterschmeißt oder so. Und Bildung ist irgendwas, wo die Leute in irgendeiner Form Wissen mitnehmen. Und ich versuche ja schon eigentlich in jedes Video irgendeine Form von Wissen mit einzubauen. Und selbst bei Summer Car, wo ich die ganzen Teile erkläre, oder bei Forza, wo ich die Geschichte zu irgendwelchen Autos erkläre, oder eben meine Tutorials. Und ich bin echt froh darüber, dass diese Kommentare kamen, dass die Leute gesagt haben, boah, dein Tutorial ist gut bei EVE Online, oder boah, dein Video gefällt mir bei Interstellar Rift und ich abonniere dich. Auch wenn ich dem armen Jungen erst eine Woche später zurückgeschrieben habe. Und das bringt mich zu einem Thema, wie hoch ist meine Wertigkeit, also wie bewerte ich als Produzent dieser Videos eigentlich eure Aufrufe, Likes, Dislikes, Kommentare und all sowas. Für mich zählt von unwichtig nach wichtig Aufrufe, Likes und Dislikes und Kommentare. Um euch mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich jetzt ein Video A, also Inhalt A, was weiß ich, Tutorial oder irgendwas, also der Inhalt ist egal, aber Inhalt A und Inhalt B, die beiden Sachen unterscheiden sich. Ja? So, jetzt hat Inhalt A 50 Aufrufe und Inhalt B 90. Beide haben keine Likes, keine Kommentare. Dann würde ich versuchen, mehr Videos zum Thema Inhalt B zu machen, weil das mehr Aufrufe hat. Wenn jetzt aber Video B oder sagen wir mal Video A hat dafür 5 Likes oder 10 oder was weiß ich. Ich bewerte das immer subjektiv und individuell. Ich kann jetzt nicht pauschal, ich habe jetzt keine Excel-Tabelle hier, wo ich sage, das, dann das, sondern ich bin ein bisschen subjektiv. Aber nur damit ihr versteht, was ich meine. Wenn jetzt Video A dafür aber 5 Likes hat und Video B gar keine oder sogar ein paar Dislikes bei den 90 Aufrufen, dann würde ich vielleicht eher dazu tendieren, nochmal ein Video zu Video A, Thema A zu machen. Und mit den Kommentaren ist das noch viel extremer. Also da bin ich wirklich so, dass ich sage, okay, Video A, 50 Aufrufe, ein Kommentar. Und also jetzt nicht irgendwie, ich bin Erster oder Hallo oder so, sondern irgendwas Sinnvolles. Je sinnvoller und länger der Kommentar, kann auch Kritik sein. Ich meine das auch, ich nehme das auch gar nicht böse, wenn Salatsoße mir schreibt, deine Audioqualität ist scheiße. Solange wie ich ihm nachfragen kann, was ist scheiße, was gefällt dir nicht und so, das könnt ihr ja nachvollziehen in der letzten Summer-Car-Folge, wie sowas aussieht, dann finde ich das in Ordnung. Man muss das nur irgendwie begründen können, ne? Wenn der einfach sagt, deine Audioqualität ist scheiße und danach nie wieder antwortet, ist natürlich auch dumm. Aber hat er ja nicht gemacht. Und solche, ich sag mal in Anführungsstrichen, wertvollen Kommentare, die nicht aus Erster und Hallo bestehen, die sind mir sehr wichtig. Wenn jetzt Video A 50 Aufrufe und einen so einen Kommentar hat und Video B hat 90 oder 150 Aufrufe, dann würde ich trotzdem eher zu Video A tendieren, weil ich weiß, dass sich da die Community beteiligt, dass da die Leute sind, die sagen, hey Vince, ich lebe noch und du machst das und das nicht so gut, aber dafür das und das ganz gut. Und das ist mir wichtig, diese Interaktion. Damit sind wir jetzt schon ein bisschen vom Thema abgewichen, was EVE Online und die Tutorials angeht. Ich würde mich ganz gerne in Zukunft ein bisschen mehr darauf fokussieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe jetzt EVE Online schon, keine Ahnung, dreiviertel Jahr nicht mehr gespielt oder ein Jahr sogar oder so. Dementsprechend müsste ich mich da selber erstmal wieder reinfinden. Aber es gibt ja auch noch 10.000 andere Spiele, wo man Tutorials von machen kann. Wenn ihr also irgendein Spiel habt, wo ihr was nicht so wisst oder wo ihr selber besonders gut seid, wir haben ja jetzt auch diesen Public Discord, da können wir uns gerne auch mal drüber unterhalten. Ich habe auch kein Problem damit, mal als Noob dazustehen und selber zu lernen, in der Aufnahme. Oder irgendeine andere Idee hat, was dieses Thema, dann bitte in die Kommentare oder bei Discord, schreibt mir eine E-Mail, ich bin auf 100.000 Wegen zu erreichen, Steam, was weiß ich. Kontakt erwünscht an der Stelle.
damit sind wir beim nächsten Thema, Discord. Ich habe ein öffentliches Discord eingerichtet. Dieses Discord ist ungefähr 4 Stunden alt, das heißt, da ist noch nicht viel zu sehen. 4 Stunden auch nur, weil ich dieses Video hier 1,5 Stunden vorbereiten musste, Mikrofon einrichten, bla bla bla. Wo bin ich hier? Bin an irgendeiner Brücke. Ach so, das ist hier die... Nee, doch. Hier müssen wir rechts. Halt. Also ich habe es nur kurz eingerichtet und habe mich dann darum gekümmert, dieses Video hier vorzubereiten. Da sind locker nochmal 2 Stunden draufgegangen, weil ich 1,5 Stunden hier dieses Mikrofon einstellen musste, was ich schon seit Ewigkeit nicht mehr benutzt habe. Dann die eine Fail-Aufnahme mit 17 GB Dateigröße, was ich niemals wert hochladen kann und so weiter. Und ja, daraus resultiert praktisch, dass ich jetzt gleich nochmal ein halbes Stündchen oder so in diesen Discord-Server investieren werde. Ein paar Gruppen existieren schon. Es gibt auch eine Gruppe für YouTube-Zuschauer und Twitch-Zuschauer. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das verlinken kann, dass das automatisch klappt, dass ihr in die Gruppen kommt. Aber ich glaube, das funktioniert nur über dieses YouTube-Gaming mit Abonnenten. Das will ich nicht. Ich will, dass jeder, also nicht Abonnenten, sondern Leute, die da subscribed, bezahlt haben für über YouTube-Gaming. Das will ich nicht. Ich will, dass jeder Abonnent diese Gruppe kriegt. Und weil ein Abo ist kostenlos bei YouTube und das passt schon. Ich muss auch noch ein paar andere Sachen einrichten, ein paar Räume. Ich möchte gerne einen Textchat für euch haben, wo ihr reinschreibt, also jeder reinschreiben kann. Und ein paar verschiedene Sachen euch anbieten. Das werden wir dann alles sehen, was für Ausmaße das annimmt. Aber ich hoffe, das wird auch genutzt. Das könnt ihr natürlich auch nutzen, wenn ihr mit euren Kumpels spielen wollt oder so. Ich werde da genug Räume einrichten. Das sieht nicht so aus, wie einige von euch kennen ja mein privates DS. Da gibt es wirklich nur eine Handvoll Räume für jedes Spiel. Das ist alles relativ klein gehalten, beabsichtigt. Ich hasse so TeamSpeak-Server, wo 20 Trilliarden Räume und 50 verschiedene Symbole und bla, das nervt mich alles. Beim Discord wird das ein bisschen anders aussehen. Das werde ich wirklich öffentlich gestalten, dass ihr euch da aufhalten könnt, mit euren Kumpels chatten könnt. Wenn ihr mich online seht, könnt ihr mich jederzeit anschreiben, ansprechen, wie auch immer. Ich werde dieses Discord auch für mich bewusst als öffentlich benutzen. Das heißt, wenn ich da als online sichtbar unterwegs bin, dann habe ich auch die Zeit, mit euch in irgendeiner Form zu interagieren. Das kann sein, dass das mal ein paar Minuten dauert, weil ich gerade irgendwie in einem Spiel oder in einer Runde bin oder irgendwas mache oder so. Aber dann ist die Interaktion durchaus erwünscht. Ihr braucht euch da nicht zurücknehmen im Discord und sagen, oh, das ist der Vince, aber ich traue mich jetzt nicht, dem zu schreiben oder so. Hatte ich bei Steam jetzt schon ein paar, die mich geedit haben und dann habe ich die nach Ewigkeiten mal angeschrieben. Also, warum hast du mich eigentlich geedit, wenn du mir nie schreibst? Und die sagen dann so, ja, ich dachte, du hättest was zu tun oder so. Also, keine Ahnung. Also wenn ich... Discord ist wirklich jetzt so das Mittel, wo ich sage, das ist 10.000% öffentlich und ihr braucht euch nicht dafür schämen, mir zu schreiben. Wenn ihr irgendwas wollt. Also wenn ihr nur Hallo sagen wollt, ist das natürlich... Aber dann könnt ihr, keine Ahnung, quatschen kommen oder so. Ich weiß noch nicht so genau, wie das mit den Voice-Chat-Räumen da funktioniert. Muss ich alles noch einrichten und mich selber auch da reinfinden. Ich habe mich ja ganz lange dagegen gewehrt. Dieses Kackprogramm, ich mag es immer noch nicht, dieses Kackprogramm überhaupt zu benutzen. Und ich werde wohl auch ganz so oft nicht da sein, weil wir haben halt immer noch das Teamspeak und das ist wichtiger. Aber gelegentlich werde ich mich auch im Discord rumtreiben. Ich werde es versuchen, je nachdem wie aktiv ihr da seid, werde ich versuchen, meine Aktivität denn anzupassen. Also wenn da nie was los ist, dann gehe ich da auch nicht rein. Wenn ich aber sehe, dass ihr da mit 2, 3 Mann am Zocken seid, irgendwas oder so, eure Kumpels da einladet, dann komme ich vielleicht auch ab und zu mal vorbei. Und ja, wie gesagt, die Intention ist klar. Ich möchte eine Community-Grundlage schaffen, wo ihr euch miteinander unterhalten könnt. Und ja, wie weit das geht, werden wir sehen. Und wie viel von dem, was ich gerade so in meinem Kopf habe, ich mit Discord überhaupt umsetzen kann, werden wir auch sehen. Sozusagen als Homepage-Ersatz. Was haben wir noch? Wo müssen wir hin? Tanuka, Georgetown. Da muss ich links, ne? Ja. Nächstes Thema ist Twitch. Ich habe in jüngster Vergangenheit wieder vermehrt als Zuschauer an Twitch teilgenommen. Und entweder ich finde nur noch die Streamer, die mir irgendwie besser gefallen, oder die Qualität der Streamer ist tatsächlich vom Gehirn her besser geworden. Ich habe mich eine Zeit lang echt darüber beschwert, was für Vollidioten bei Twitch streamen dürfen. Also mit was für einem dämlichen Inhalt auch hier in Mayobahn und so ein Dreck, was ich da alles gefunden habe. Das ist ja eine Unverschämtheit.
Aber das scheint irgendwie besser geworden zu sein. Und da könnte man sich fast mal überlegen, ob ich nicht mal wieder einen Livestream mache, weil ich habe tatsächlich auch im Moment die Zeit dafür, ohne Facecam, weil erstens ist es sauwarm, das heißt, ich sitze meistens oberkörperfrei vorm Rechner. Und das möchte ich niemandem in der Livecam antun und ich glaube, das verstößt mittlerweile auch gegen die Twitch-Richtlinien, dass selbst Männer irgendwie oberkörpertechnisch nicht mehr frei da rumsitzen dürfen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Würde ich jedenfalls von mir selber aus nicht machen, weil ich das einfach unangemessen finde. Ich finde das auch unangemessen, wenn man einen riesen Ausschnitt hat und so weiter. Selbst wenn das 100% perfekt total genial aussieht. Ich finde es einfach unangemessen für eine Gaming-Plattform halbnackt da rumzusitzen. Punkt. So, mein Grund. Deswegen keine Facecam. Aber ich wäre bereit, irgendwie einen Stream zu machen, vorausgesetzt, ich wüsste, was das Stream ist. Ich habe ja jetzt mittlerweile einen besseren Prozessor und eine bessere Internetleitung. Zumindest theoretisch die bessere Internetleitung. Das müsste ich ausprobieren. Vor allem, wie das mit Online-Games funktioniert, weil das war ja früher ein extremstes Problem mit diesen Online-Games, weil ich halt jedes Mal, wenn ich gestreamt habe, einen Ping von 20 Trilliarden hatte. Und in so Games wie Rocket League oder Arma, wo man schnell reagieren muss, ne, hat sich das ganz schnell erledigt gehabt. Aber da findet sich bestimmt was. Könnt ihr gerne irgendwie einen Kommentar zu verfassen oder mich im Discord zu ansprechen. Wenn ihr da irgendein Spiel habt, wenn ihr vielleicht selber einen Twitch-Kanal habt oder so, können wir auch irgendwie zusammen was machen. Weiß nicht. Oder soll ich bei YouTube Livestream mal wieder? Meine Frage an euch, macht was draus. Oh, guck mal, hier haben wir angefangen. Da stehen die Hubschrauber. Das heißt, wir sind jetzt hier in Runde 2. Und beim letzten Thema, T-Shirts. Ja, keine Madvins Place T-Shirts und ich bin ein Fan von Madvins oder so. Sowas fangen wir gar nicht erst an. Also zumindest jetzt nicht. Vielleicht mal, wenn ich irgendwann 1 Million Abonnenten habe und 70 Jahre alt bin. Aber jetzt nicht. Sondern. Also vorweg, das Ganze ist noch nicht öffentlich. Also es ist öffentlich, aber ihr werdet es nicht finden, weil meine Benutzernummer ist irgendwie so eine 12-stellige Zahl und nicht Madvins. Ich habe mich bei einer Seite registriert, wo man selber T-Shirts gestalten kann und diese Seite dann praktisch die Designs vertreibt für mich und ich nur für meine Designs sozusagen bezahlt werde. Das heißt, die tragen die ganze Verantwortung für Rücksendungen und was weiß ich nicht, was alles und ich kriege meine 2 bis 5 € pro verkauften T-Shirt von diesen 25 € T-Shirts, was mich schon wieder übelst aufgeregt hat. Aber gut. Ich kriege dann meine 2 bis 5 € pro T-Shirt für das Design und den Rest stecken die sich ein. Das heißt, die verdienen da richtig Kohle mit und ich kriege da so einen Hungerlohn. Und jedenfalls sind das dann praktisch, habe ich keine weitere Verantwortung mehr dafür. Ich lade die Designs da hoch und dann ist mir das egal. Was ich damit vorhabe, ist einfach allgemeine Designs zu kreieren, weil ich bin ja nun mal nicht ganz blöd mit Photoshop, auch nicht ganz gut, aber auch nicht ganz blöd. Und solchen Programmen. Und ich werde da ganz allgemeine Sachen hochladen. Zum Thema Gaming, zum Thema Auto, zum Thema weiß ich nicht was. Aber nichts, wo jetzt draufsteht hier Madwins Place oder Madwins hat einen großartigen YouTube-Kanal oder Madwins irgendwas. Sowas nicht, sondern auch nichts mit Mad Guys, nichts mit meinem Clan. Vielleicht mache ich da mal ein oder zwei Clan-Designs. Das weiß ich noch nicht, aber erstmal fokussiere ich mich auf allgemeine Sachen, die nichts mit mir persönlich zu tun haben. Die vielleicht Sachen thematisieren, von denen ich viel Ahnung habe, zum Beispiel Autos oder Zocken, aber nichts Persönliches. Das heißt, wenn ihr auf der Suche nach einem neuen T-Shirt seid, das ist wie gesagt alles noch in der Testphase momentan, dauert auch noch ein paar Wochen, aber wenn ihr dann irgendwann mal auf der Suche nach einem neuen T-Shirt seid, dann könnt ihr in meinen zukünftigen Links vermutlich irgendwo einen Link anklicken. Und euch mal da umgucken, ob euch davon irgendein Design gefällt. Und da gibt es auch Pullis und Tassen und all so einen anderen Merch-Scheiß. Die Qualität von dieser Kleidung ist okay. Also von der Kleidung an sich. Und die Bildchen müssen euch halt dann gefallen. Aber ihr könnt das dann vielleicht als Alternative mal in Erwägung ziehen und mal gucken, ob da was für euch dabei ist. Ihr würdet mich mit einer Kleinigkeit unterstützen, das ist nicht ganz so sinnlos wie so eine Spende, wo dann die Leute 2 € spenden und nichts davon haben, sondern ihr kriegt dann ein schönes T-Shirt nach Hause geschickt und ihr wisst, das Design ist von mir kreiert, weil alles, was ich da hochlade, mache ich wirklich auch selber. Also ich, das ist meine Zeit, die da drin steckt und ich klaue da nichts irgendwie von anderen Leuten. Ich inspiriere mich vielleicht ein bisschen, aber da ist nichts Gestohlenes bei.
Und ich glaube, die beiden Sachen, die ich bis jetzt hochgeladen habe, die existieren auch so in der Form, auch so ähnlich noch nicht. Mal sehen, was da in Zukunft noch dazu kommt. Momentan werde ich den Link noch unter kein YouTube-Video drunter packen, weil es wie gesagt eine Testphase ist, was ich jetzt mittlerweile schon 40 Mal betont habe. Wenn ihr da schon mal reingucken wollt, könnt ihr mich in irgendeiner Form persönlich kontaktieren und ich werde euch einen Link zukommen lassen. Also sprich E-Mail, Steam, Twitch, nicht Twitch, Discord und alles, was ich vor 10 Minuten schon mal gesagt habe. Wie auch immer ihr da irgendeinen Weg findet. Aber dann will ich auch Käufe sehen hier, wenn ich mir schon die Mühe mache. Nein, Spaß. Warten wir noch mal ein paar Wochen ab, ob das funktioniert, ob das Spaß macht, ob ich da langfristig irgendwie Designideen habe und so. Das wird schon alles schief gehen. Und ja, damit wären wir am Ende vom Video. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir stürzen jetzt hier von der Brücke. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Freue mich, dass ihr das durchgehalten habt. Das sind schon wieder 23 Minuten, aber immerhin habe ich euch 4 Minuten gespart. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch dann aufs nächste Video. Ich weiß noch nicht so genau, was ich jetzt aufnehme. Es kann also wieder ein bisschen länger dauern, bis das nächste Video kommt. Spätestens, wenn mir einfällt, was ich aufnehme, dann geht es auch weiter. Wenn nicht, werde ich vielleicht im Zweifel erstmal mein Summercar machen. Aber das steht noch in den Sternen, weil heute werde ich nichts mehr aufnehmen. Das Einrichten und Rumfummeln hier, das hat einfach zu lange gedauert und die zweite Aufnahme und so weiter. Stattdessen kümmere ich mich gleich noch ein halbes Stündchen um das Discord, während das Video hier hochlädt. Und dann hat sich das auch schon wieder erledigt für mich. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin der Vince. Ciao.